Und damit herzlich willkommen hier aus Rostock-Warnemünde, aus dem Technologiezentrum JugendHackt, dieses Jahr 2019 das erste Mal. Wir begrüßen euch ganz herzlich hier im Saal, ganz besonders die Eltern der Teilnehmerinnen und sowohl wir sind online, herzlich willkommen auch alle Zuschauenden im Stream. Durch die Abschlusspräsentation führen heute zum einen Micha und Matthias. Abgekürzt sind wir Mami, haben wir festgestellt. Und ja, in den nächsten Minuten erwarten uns auf jeden Fall großartige Präsentationen, was hier im Rahmen dieses Hackathons an dem Wochenende entstanden ist. Aber erstmal wollen wir diejenigen, die durch Zufall vielleicht hier reingestolpert sind, nochmal kurz erklären, was JugendHackt eigentlich ist. Genau. JugendHackt ist ein Wochenende, ein Hackathon für Kinder und Jugendliche, die ein Wochenende lang die Möglichkeit haben, an ihren eigenen Projektideen zu arbeiten und die dabei von Mentorinnen begleitet werden, die schon ein bisschen Erfahrung im IT-Umfeld gesammelt haben. In Rostock hatten wir zusätzlich zu JugendHackt auch noch die Veranstaltung Hello World. Ganz genau, mit denen starten wir auch gleich. Und dann haben wir 10 Abschlusspräsentationen unserer Teilnehmenden, die ja das ganze Wochenende fleißig durchgecodet haben. Zu JugendHackt können wir auch noch einige Worte verlieren. Die Veranstaltung existiert nicht erst seit diesem Jahr, hat schon eine beträchtliche Historie. Seit 2013 wird mit dieser Veranstaltung in verschiedenen Wochenend-Workshops versucht und auch durchgeführt, Nachwuchsgewinnung für den Informatikbereich, für die IT zu generieren. Genau. In Rostock ist das dieses Jahr das, also in der Eventreihe JugendHackt ist Rostock das zweite in Deutschland. Weitere Veranstaltungen folgen im Herbst, unter anderem in... Oh, da sind wir vorbereitet. Hamburg, genau. Weiter geht's nach der Sommerpause in Hamburg und dann gleich weiter südlicher in die Schweiz, nach Schaffhausen. Im September dann Frankfurt-Main, im Oktober Berlin und Heidelberg und der Abschluss dann im November in Ulm und Halle an der Saale. Also eine deutschlandweite Aktion und schön, dass dieses Jahr Rostock erstmalig dabei auch sein kann. Zusätzlich zu den Veranstaltungen in Deutschland gibt es auch noch die Möglichkeit, im Oktober in das Ausland zu gehen. Die Veranstaltung dort heißt dann Vernetzte Welten und man kann sich, also es ist praktisch ein Schüleraustausch, einmal in Südkorea und einmal in Tokio. Und da ist jetzt die Anmeldung offen, das könnt ihr über jugendhackt.org, könnt ihr euch dafür bewerben. Was gibt es noch zu sagen? JugendHackt hat ja immer ein Thema mit Code die Welt verbessern und dieses Jahr für die 2019er Veranstaltungsserie wurde dieses Motto leicht abgewandelt, um halt auch am Zeitgeist zu sein. Genau, das diesjährige Motto nennt sich mit Code die Umwelt verbessern. Ganz genau. Ihr kriegt es wahrscheinlich alle in den großen Medien auch mit oder über eure eigenen Filterblasen. Friday for Future, die Nachhaltigkeitsdebatte, der aufkommende Klimawandel sind in den Medien gerade omnipräsent. Und so haben sich die Veranstalter und Veranstalterinnen von JugendHackt gedacht, wir wollen den Fokus unseres Handelns dieses Jahr noch ein bisschen einengen und wollen halt auch mit unseren Projekten einen Beitrag dazu leisten, dass auch die Klimadebatte, die Nachhaltigkeitsdebatte mit den Projekten thematisiert wird. Und aus unserer Sicht ist das auch wunderbar gelungen. Wir fangen an mit Hello World und bitten dann die Hello World-Gruppe auf die Bühne. Ja, hallo von unserer Seite. Micha hat uns ja schon ein bisschen angekündigt. Ich verliere ein, zwei Sätze darüber, was wir getan haben. Wir haben ja gerade schon gehört, JugendHackt hat großartige Softwareprojekte gehabt oder allgemein alle möglichen Projekte. Und dabei gibt es, sage ich mal, die Herausforderung, dass die Kids und Jugendlichen schon eine gewisse technische Hürde meistern müssen, um dort gut ankommen zu können. Und manche haben eben diese Herausforderungen noch oder haben diese Voraussetzungen noch nicht und wir wollten auch ein Angebot schaffen, dass Kids und Jugendliche, die Lust darauf haben, aber noch nicht technischen Sachverstand mitbringen, hier auch irgendwie ankommen und reinwachsen können. Und deswegen haben wir zusammen mit dem mit den Medien-Scouts im V, die Antje dort hinten managt, ein Hello World-Programm aufgezogen, wo wir ein bisschen einfach an Technik heranführen wollten,
ohne schon große Vorkenntnisse zu haben. Dazu möchte ich am Anfang noch kurz ein ganz, ganz großes Danke an das Schülerlabor von der Universität Rostock, Institut für Mikroelektronik und Datentechnik, loswerden. Die Birgit Kumpholz und ihr Mitarbeiter Nils Nikolaisen, die haben da hervorragend uns unterstützt mit ihrem Eisstielroboter Spurt. Und was das damit auf sich hat, das erklären euch gleich die Kids. Ja, wir haben einen Eisstielroboter gebaut. Der kann auf einer schwarzen Linie fahren. Dafür brauchten wir viele elektronische Teile. Und ich will euch jetzt mal zeigen, wie der funktioniert. Und wir haben auch eine selber gemachte Stoppuhr. Das zeigen wir mal. Das zeigt euch dann Felix. Ja, das hier ist die selber geprogrammierte Stoppuhr. Das ist eine Calliope. Erkennt man relativ gut an diesen Ecken. Das ist sehr auffällig für diese Calliope. Und wir haben auf der mithilfe eines Internetprogramms eine Stoppuhr programmiert, die wir mit zwei Knöpfen auf der Calliope starten und stoppen können. Sie hat auch so eine Art kleinen Display und ja, hier diese ganzen weißen Punkte, das sind die LEDs und die können uns auch einigermaßen was anzeigen. Zwar nicht so genau, aber sie können uns was anzeigen. Sekunden. Ja, dann haben wir noch mit einem Galliopen gearbeitet. Das sind diese Stände. Ja. Die konnte man halt verschieden programmieren. Und in den Pausen haben wir oft Spiele gespielt wie Halma oder Slither Snake mit echten Menschen. Und ja, die Galliopen kann man halt verschieden programmieren auf Musik oder zum Beispiel, dass dann eine LED leuchtet. Und ja. Und was haben wir ganz zum Schluss mit den Calliope gemacht? Da haben wir alle die Galliopen halt darauf programmiert, dass die sich gegenseitig verständigen können. Und dann haben wir uns halt sozusagen Nachrichten geschickt. Genau, und das zeigen euch die Mädels nochmal. Also was wir jetzt hier sehen, ist quasi, dass der eine Calliope eine Nachricht losschickt und der andere Calliope diese selbe Nachricht empfängt und dann anzeigt. Und die Mädels haben sich ausgedacht, dass es eine Frage gibt und der Empfänger der Frage dann auch noch eine Antwort zurückschickt. Ja, vielen Dank. Matthias hat bestimmt noch ein paar Fragen an euch. Kommt einfach mal rüber, genau. Und wir Applaus nochmal für die erste Gruppe hier, die den Auftakt gemacht hat. Ist ja schon spannend. Hello World ist ja das Programm von JugendHackt, wo man Einsteiger macht. Wie sind eure Vorerfahrungen? Habt ihr schon mal im Vorfeld damit programmiert oder heute wirklich das allererste Mal? Also ich habe wirklich schon sehr viel programmiert. Und es war einfach nur noch mal so, um auch mal zu erfahren, was man sonst noch so alles machen kann. Und das war eher für mich so ein Einstieg in Hello World und nicht ins Löten und Programmieren. Genau, da gibt es hier viele Möglichkeiten. Deswegen
bist bestimmt auch nächstes Jahr dann in Mecklenburg-Vorpommern bei JugendHack dabei. Ja, und die Galilope, jetzt, ihr habt zum Schluss gezeigt, da werden ja auch Privatnachrichten ausgetauscht. Ist es so eine Idee, um auch so mal ein bisschen private Kommunikation fernab von Facebook und WhatsApp zu machen, um sich ein paar Geheimnisse auszutauschen? Ja, also es ist ein bisschen schwierig gewesen, weil es können halt auch andere Kaliopen das dann empfangen und dann so privat ist es dann nicht. Okay, also doch nicht so die ganz großen Geheimnisse aus dem virtuellen Tagebuch bekannt geben. Am Anfang haben wir auch gesehen, dass der kleine Roboter diese schwarze Linie abfuhr. Könnt ihr mal kurz erklären, woher weiß der denn eigentlich, dass er auf der schwarzen Linie bleiben muss? Kannst du dazu was sagen? Ja, also unten ist halt so ein schwarzer Kasten, Sensor, ja. Und da ist halt eine Art Fotoapparat drin und der guckt dann halt quasi, was unter ihm ist, ob weiß oder schwarz. Und wenn man den Kasten über schwarz hält, dreht sich der eine Motor und wenn man ihn über weiß hält, dann dreht sich der andere Motor. Ja, wunderbar, glaube ich, auch für Nicht-Informatiker perfekt erklärt. Dann nochmal danke für eure kurzen Ausführungen und nochmal einen Abschlussapplaus für unsere erste Gruppe. Das Projekt Fußabdruckverbesserer ist ein Quiz, um herauszufinden, wie viel CO2 man selbst produziert. In dem Team waren Hanna, Nele, Linus, Adrian und Sascha. Bitte schön. Hallo, erstmal, wir stellen euch jetzt den Fußabdruckverbesserer vor, den wir an diesem Wochenende programmiert haben. An sich ist das ein Quiz basierend auf einer Website, wo wir durch Fragen in vier verschiedenen Themen herausgefunden haben, wie viel CO2 man eigentlich verbraucht. Das haben wir in dem gemacht, indem wir die Fragen halt in vier verschiedenen Themen gemacht haben. Und dann haben wir halt die Fragen in Nahrung, Konsum, Wohnen und noch eine andere, die mir gerade nicht einfällt, gemacht. Haustiere, genau. Und damit haben wir dann herausgefunden, wie viel Tonnen an CO2 man dann eigentlich insgesamt verbraucht. Ja, die Umsetzung erfolgte über eine Webseite, wobei ich das Website-Design übernommen habe. Ja. Das Ganze ist gemacht mit CSS und HTML und ja, wir haben uns auf ein eher minimalistisches Design geeinigt, damit man eben nicht abgelenkt wird und sich immer auf die Fragen konzentrieren kann. Genau. Ich habe mich mit dem JavaScript beschäftigt, denn die Website braucht natürlich Fragen und Antworten. Diese Fragen und Antworten bekommt die Webseite von einem Backend-Server und das JavaScript kommuniziert dann mit diesem Backend-Server und trägt diese Fragen und Antworten dynamisch ein. Ich kann das Ganze mal demonstrieren und beantworte jetzt mal weitgemäß diese Frage. Wenn ich jetzt auf nächste Frage drücke, dann trägt er jetzt im Endeffekt, also das JavaScript, eine neue Frage ein und generiert neue Antworten. Und das kann man dann jetzt so lange weiterführen, bis alle Fragen beantwortet wurden. Ja, und für die Kommunikation zwischen der Website und dem Backend-Server haben wir REST API genutzt. Jetzt wird das Quiz einmal demonstriert. Wir haben, um die Website mit Informationen, mit den Daten zu füttern, haben wir ein Modul in Python programmiert, was mit der Website über eine Erweiterung namens Flask kommuniziert. Und hier sieht man jetzt, was uns besonders wichtig war, dass es konkrete Ideen gibt, wie man den Fußabdruck verbessern kann und halt die Tonnen anzeigen. Und da haben wir ja noch was Kleines, also die Jungs hier noch eingebaut, was natürlich sehr wichtig ist, wenn man bei JugendHack ist. Alpakas.
Ja, vielen Dank. Ein Projekt, was super zu dem Motto von Jugendhakt passt. Und ich möchte euch auch bitten, einmal rüber zu Matthias zu gehen. Ja, wunderbare Sache. Wir haben alle rausgefunden, Alpaka ist immer die richtige Antwort. Kommt euch noch ein bisschen näher zwischen den Linien. Und ja, auf jeden Fall tolle Sache. Das fällt ja so in dieses Bereich Serious Games, also wirklich schwerwiegende Inhalte spielerisch vermitteln. Wie sind euch denn so euer Fragenkatalog? Wie seid ihr denn darauf gekommen? Eigene Ideen? Hattet ihr irgendwie eine Quelle, wie ihr euch die Fragen ausdenkt? Also erstmal Recherche im Internet. Also auch erstmal gucken im Alltag, was verbraucht man wo. Und dann, wie gesagt, recherchieren, die Werte dazu. Und dann haben wir diese verschiedenen Fragen. Es kommt am Ende irgendein Ergebnis raus. Ich habe gerade 12,99 gesehen. Was ist denn so ein Idealwert? Was sollten wir denn alle verbrauchen? Also damit wir nachhaltig leben, müssten wir eigentlich 2 Tonnen pro Jahr, glaube ich, verbrauchen. Aber in Deutschland ist der Durchschnitt ungefähr 11 Tonnen. Also Deutschland sieht nicht so gut aus. Naja, wir verbrauchen die Welt immer schneller, als das Jahr zu Ende ist. Und Technik habt ihr euch ja entschieden. Ihr habt ja eine ganze Serverinfrastruktur aufgebaut mit einer REST-API, die es verbindet. Hattet ihr schon Vorerfahrungen oder war es für euch alles Neuland gewesen? Ja, wir hatten wenig Vorerfahrungen. Also es war wahrscheinlich eher Neuland. Auch gut, aber so lernt man hier viel. Deswegen danke auf jeden Fall für eure Eindrücke zu eurem Projekt und damit nochmal einen Applaus. Das nächste Projekt nennt sich Biohack Light und ist von Askir und Lukas und es ist Biohacking für Einsteiger. Bitteschön. Hallo, wir haben uns mit Biohacking beschäftigt, für die, die es nicht wissen. Biohacking, das ist, wenn man sich so Chips unter die Haut macht, damit man Sachen wahrnimmt. Da Beispiele sind dafür Magnet wahrnehmen, wahrnehmen, wo Norden ist, seine Zeitwahrnehmung verändern. Da gibt es so ein prominentes Beispiel, wo einer sich so eine Art Stirnband nur unter die Haut montiert hat, was dann immer so einmal um den Kopf drum läuft, wodurch er dann die Zeit anders wahrnimmt. Es geht halt darum, was wahrzunehmen, was man bisher noch nicht wahrnimmt. Also man will die Wahrnehmung der Umwelt verändern und einen 6. Sinn erlernen und dadurch nimmt der Körper das, also wenn man dann Norden wahrnimmt und immer wenn man nach Norden kommt, kriegt man zum Beispiel eine leichte Vibration. Und irgendwann nimmt der Körper dann nicht mehr die Vibration wahr, sondern weiß, ah, da ist Norden. Dadurch halt ein 6. Sinn und man verbessert den menschlichen Körper. Wir machen quasi Cyborgs. Das große Problem ist dabei aber, naja, so ein Chip unter die Haut, das ist ja schon recht permanent. Das wollen wir nicht unbedingt. Ich meine, wir wollen das erstmal testen. Deshalb haben wir das eher so gebaut. Ja, was die Umsetzung angeht, wir wollten erstmal etwas Leichtes zum Beginn. Da haben wir einen simplen Magnetsinn gewählt. Die Magnete nimmt man mit Hilfe einer Hall-Sonde wahr. Die kennen die manche von euch vielleicht bereits aus dem Physikunterricht. Wenn ein wechselndes Magnetfeld auftritt, fließt Strom. Ja, und die haben wir aus einem Arduino-Bastelkasten geklaut und mit einem simplen Vibrationsmotor verbunden. Unser erster Versuch war wirklich mit einem Chip, einem ESP8266, einem Mikrocontroller. Dieser war aber kaum nötig und wir persönlich kriegten ihn nur zum Laufen mit einer recht großen Basisstation, die wir ungern an die Hand binden wollten. Deswegen sind wir umgestiegen auf pure E-Technik, da wir nur ein NOT-Gate benötigten. Das ist im Endeffekt, diese Hall-Sonde ist eine spezielle Hall-Sonde, weil aus einem Arduino-Kit, die sendet, wenn sie kein Magnetfeld hat, ein permanentes Signal und sollte sie eins finden, kein Signal. Und damit der Motor zum Laufen gebracht wird, mussten wir das umkehren. Das macht ein NOT-Gate. Ja, es funktioniert, das werden wir gleich demonstrieren. Aber zuerst habe ich noch an euch die Frage, wenn ihr die Möglichkeit hättet, sowas zu machen, würdet ihr sie wahrnehmen? Also würdet ihr euch selber verbessern wollen, um ein bisschen mehr von eurer Umwelt, naja, mitzubekommen? Also könnt ihr euch einmal melden? Also ein paar Kunden und Interessenten haben wir schon. Ja. Dann bitte einmal die Kamera. So, nur zur Erklärung, ich werde jetzt zur Demonstration die Magneten aus meinem Handy verwenden. Ja, so, perfekt. So,
jetzt schaue ich, wo könnten hier Magneten sein? Ja, vielleicht hier. Ja, da ist einer. Und ja. Okay, vielen Dank. Dann möchte ich euch bitten, auch nochmal zu Matthias zu gehen, der bestimmt die eine oder andere Frage hat. Ja, das ist spannend. Dieses zweite Projekt zeigt ja hier auch schon gleich, wie groß die Bandbreite bei JugendHackt auf jeden Fall ist. Gerade am Anfang die Webanwendung. Jetzt sind wir schon tierisch in einer Maker-Szene drin, wo Hardware mit dem menschlichen Körper verbunden wird. Ja, dazu die Frage einfach mal. Ihr habt das jetzt anhand dieses Magnetdetektors umgesetzt. Was wäre denn noch denkbar? Welche Sinne würde ich euch noch wünschen, unabhängig gerade von der Machbarkeit? Was wäre toll, wo wir uns noch ein bisschen menschlich pimpen könnten? Zum Beispiel ein Luftfeuchtigkeitssensor, damit man wirklich direkt merkt, wann es vielleicht regnen könnte. Okay, ja. Wie ist es dann so, wenn es dann so an die eigenen Gedanken geht, wenn jemand irgendwie deine Stimmung feststellen möchte, wäre das schon zu viel oder wäre das auch eine schöne Sache, um zu wissen, was denkt der Lehrer gerade da vorne oder der Dozent? Naja, mit dem Gehirn beschäftigen wir uns weniger. Wir machen wirklich Sinne, nicht Chips im Hirn. Das ist immer was ganz anderes. Okay, und jetzt die Umsetzung hier bei dem JugendHackt-Projekt. Könnt ihr so die größte Herausforderung oder Schwierigkeit kurz skizzieren, die ihr die letzten Tage hattet? Wir wollten ursprünglich einen Chip nehmen, der allerdings erstens WLAN hat, was sich nicht so schön macht. Ich will nicht so gerne, dass mein Körper gehackt wird. Also wäre von Vorteil so. Naja, und ein anderes großes Problem waren Jumperkabel. Die springen gerne raus. Darum heißen sie wohl Jumperkarte. Ja, danke schön auf jeden Fall für eure Eindrücke und damit noch Applaus für unsere zweite Gruppe zum Biohack. Ja, das Team hat leider noch technische Probleme, weil sie gerne was zeigen würden, das nicht auf den richtigen Bildschirm bekommen. In der Zwischenzeit fragen sich bestimmt alle, was diese Tiere hier zu suchen haben, die man da drüben gesehen hat. Was sind das für Tiere? Weißt du da was, Matthias? Oh, wir haben Meldenden aus dem Publikum. Holt doch mal laut, ich übersetze es für den Stream nochmal. Ja, sag du mal. Alpaka für unsere Zuschauenden im Stream, hier auch schön in Rainbow-Style, also das ist sehr am Zeitgeist auch dabei. Alpaka, glaube ich, die Trendtiere auch vom letzten und vom diesem Jahr. Das sind die Maskottchen von JugendHackt, ja. Sowieso, genau. Haben wir mit der Technik ein Go? Das nächste Problem, das nächste Projekt. Entschuldigung, es hat den Titel Problem. Also, es ist der Weltproblem-News-Ticker. Und zwar von Paul, Konrad und Timo. Bitte schön, eure Bühne. Ja, also ich bin Paul, das ist Konrad. Timo musste leider schon vorher abreisen, deswegen übernehmen wir seinen Part jetzt auch. Und wie ihr schon sehen könnt, heißt unser Projekt Weltproblem News-Ticker. Dabei geht es darum, dass eben wir auch ein eigenes Logo erstellt haben. Und die Idee dafür ist, dass die Erde eben nur begrenzte Zeit übrig hat, wenn die Menschheit sich weiter so verhält, wie sie es gerade tut. Beispielsweise der CO2-Ausstoß. Aufgrund solcher Probleme ist eben schnelles Handeln notwendig. Und wenn wir das nicht tun, geht es mit unserer Erde bald zugrunde. Die Idee für unser Projekt war, dass eben diese Flut an Neuigkeiten und Problemen einen ziemlich verwirren können und man nicht die Infos bekommt, die man haben möchte. Deswegen wollen wir eine Übersicht über diese Probleme geben und diese auch je nach Geschmack des Users in der App filtern lassen, dass die User eben genau das sehen, wofür sie sich gerade interessieren. Dabei haben wir auch ein Diskussionsforum integriert und da kann man dann auch direkt mit anderen Usern über diese Probleme diskutieren und reden. So, jetzt von meiner Seite aus möchte ich euch etwas über die Datentechnologien erzählen, wie wir an die gekommen sind. Das Ganze wurde mit Java programmiert und für die Java-Programmierung haben wir das Java Development Kit, kurz JDK, und Java Environment, Runtime Environment benutzt. Und ja, das Programm heißt Eclipse und als kleine Hilfestellung für
die ganze App haben wir den Eclipse Window Builder benutzt. Die Daten kriegen wir von Seiten wie Spiegel Online, Bild und ähnlichem, von sogenannten RSS-Feeds. Das sind Zusammenfassungen von den neuesten News, sprich man kann diese abonnieren und bekommt immer die neuesten Mitteilungen von denen. Bei der Umsetzung dieses Projekts sind leider einige Probleme aufgetreten. Das, was mit am meisten Zeit gekostet hat, war erstmal die Installation der Software, denn wir haben auf verschiedenen Betriebssystemen gearbeitet und nicht jede Software war mit jedem System kompatibel und dann mussten Alternativen gesucht werden. Außerdem gab es zwischendurch Internetprobleme, weshalb wir nicht so arbeiten konnten, wie wir es gern wollten und natürlich auch teilweise menschliches Versagen, dass in den Quellcodes Fehler aufgetreten sind und die Fehlersuche dann einige Zeit gedauert hat. Und jetzt wollen wir euch noch einmal den Prototyp unserer App zeigen. So, genau, da möchte ich euch einmal was dazu erklären. Nur sieht man das jetzt mal wieder nicht. Okay. Nein, nicht Großbild. Das ist nicht so gewollt. So. Wie wir schon bereits gesagt haben, wollten wir eine Personalisierung mit einem Filter einbauen, was wir gleich als erstes Fenster haben, wo man anklicken kann, für welche Themen man sich interessiert. Da wähle ich jetzt zum Beispiel mal Umwelt, weil ich interessiere mich für Umwelt und so. Und klicke auf Fertig. Genau, ziehe es mal rüber. So, dann ploppt ein zweites Fenster auf, sprich das Hauptfenster, wo wir aussehen, wie man das Ganze benutzen kann. So, wie das da steht, klicken wir dann einmal auf das X links und haben hier, wie eben schon ausgewählt, nur den Reiter Umwelt. Ansonsten hätten wir das andere ausgewählt, wären logischerweise noch die anderen Reiter dabei. So, und um auf das vorhin Gesagte zurückzukommen mit den Tipps, haben wir ein paar Tipps integriert, wie man praktisch gegen dieses ganze Klimawandel und so vorgehen kann. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Da haben wir ein paar Tipps, zum Beispiel, wie man gegen den Klimawandel vorgeht. Genau, zum Beispiel halt Energieeffizienz maximieren und mehr Fahrrad nutzen, mehr zu Fuß gehen und ähnliches. Das war es dann auch schon mit unserer Vorstellung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ein spannendes und großartiges Projekt. Und geht bitte einmal zu Matthias, der garantiert auch hier noch Fragen hat. Ja, only bad news are good news, hieß es ja früher, aber hier halt der konstruktive Ansatz mit euren Tipps ganz am Ende, wie man halt klimabewusst auch leben kann. Die Tipps, wo kommen die denn her? Da hat sich Paul drum gekümmert. Die kommen aus dem Internet, sprich von verschiedensten Quellen. Ja. Okay, aber die habt ihr dann selbst erstellt und dann in eure Anwendung eingefügt. Wunderbar. Nun habt ihr kurz erzählt, wo ihr eure Daten herbezieht. Ihr habt es ja an dem Beispiel von Spiegel Online demonstriert oder habt es aufgesagt. Spiegel Online kennt ja der meiste von uns. Wir gehen auf eine Webseite und haben da schöne bunte Clicky-Bilder und ein bisschen Text dazu, beziehungsweise haben noch eine Papierausgabe. Nun habt ihr erzählt, so ein RSS-Feed. Für die Leute oder die Teilnehmer, die hier vielleicht nicht so in der Informatik drin sind, was ist denn so ein RSS-Feed und was kann der? Egal, hatte ich zwar, glaube ich, schon erklärt, aber wie gesagt, das ist... RSS-Feeds kann man praktisch abonnieren, kriegt immer eine Zusammenfassung von den neuesten Berichten bzw. Beiträgen von zum Beispiel Spiegel Online. Okay, und die können dann diese RSS-Feeds können dann eure Anwendung wunderbar lesen und kann die auswerten und dann anzeigen, ne?
Wunderbar. Ja, dann danke für die kurzen Eindrücke und dann sind wir auch schon bereit für die nächste Gruppe. Applaus nochmal. Beim nächsten Projekt haben sich Tobias und Mitya Gedanken gemacht, was man beachten muss, wenn man Gesetze löscht oder zurücknimmt. Eure Bühne, bitteschön. Danke. Hallo erstmal. Wir sind Safe Delete für Gesetze. Tobias und ich haben das jetzt gemacht. Ja, erstmal zum Problem. Gesetze verweisen an ganz vielen Stellen auf andere Gesetze. Und wenn man aber jetzt das Gesetz, auf das verwiesen wird, löscht, dann macht dieser Verweis keinen Sinn mehr. Als Beispiel gibt es zum Beispiel der Paragraf 144 Grundgesetz, der sagt kurz ausgedrückt, dass die Bürger und Bürgerinnen in den in Paragraf 23 genannten Bundesländern wahlberechtigt sind. Das Problem ist, Paragraf 23 Grundgesetz gibt es in der Form gar nicht mehr. Jetzt macht diese Referenz gar keinen Sinn mehr. Genau, unsere Lösung war es, also wenn man jetzt zum Beispiel vor dem Löschen eines Gesetzes nachgucken würde, auf was das Gesetz verwiesen wird, genau, wo das Gesetz verwiesen wird, aber man kann ja nicht so einfach selbstständig 240.000 Absätze Gesetze durchlesen. Und deswegen war unsere Lösung die Automatisierung. Konkret sieht das dann so aus, dass wir erstmal eine GUI haben, die ist in JavaFX geschrieben, das hat er gemacht. Dann haben wir einen Datenaustausch, also eine Datei, auf die beide Teile zugreifen, die ist in JSON, da drin steht, was für ein Gesetz gibt es, was für Paragraphen sind da drin, was für Absätze sind da drin und wo wird auf diese Absätze verwiesen. Um überhaupt an diese Daten dran zu kommen, haben wir ein Programm in C# zur Datenextraktion geschrieben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo kommen diese Daten her? Die Daten kommen von gesetze-im-internet.de. Da kriegt man nämlich alle Gesetze in XML-Form und das ist die offizielle Seite des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz. Deswegen hat man dann auch annähernd alle gleich da. Das Problem war aber, dass alle Gesetze, die es aktuell gibt, sind etwa 6417, glaube ich, waren es, Gesetzesbücher geteilt. Also eins davon ist dann das Grundgesetz, wo dann nochmal hunderte Paragraphen drin sind. Und das hat am Ende dann auch ein Viertel Gigabyte Speicherplatz gebraucht. Dann natürlich die Frage, wenn man Politiker ist, was kann ich in Zukunft besser machen? Natürlich erstmal unser Tool nutzen, weil dann löscht man keine Gesetze mehr, die noch irgendwo referenziert werden. Und man könnte vielleicht sich mal überlegen, Referenzen in eine einheitliche Form zu bringen, denn man hat an Stellen, wo steht ART.12, Paragraphzeichen 12, Artikel 12, dann kann man Artikel 12 ABS.1 oder Absatz 1 und so weiter schreiben und wenn man mit dem Tool all das erkennen wird, dann ist das ziemlich viel Arbeit, wie ich festgestellt habe. Genau, das ist noch ein Bild von der früheren Version unseres Programmes und wir zeigen jetzt nochmal einen Live-Test vom Programm. Genau. Also das wäre jetzt der Startbildschirm, da würde man jetzt alle Gesetzesbücher sehen und wenn man dann zum Beispiel jetzt hier auf das Grundgesetz, in das Grundgesetz reingehen würde, würde man hier die Paragraphen sehen. In Paragraphen sind dann noch weitere Subparagraphen und dann könnte man bei den Subparagraphen auf Verweise zugreifen, wenn jetzt irgendein anderes Gesetz auf diesen Paragraph verweist. In diesem Fall verweist kein Gesetz darauf. Die Nachricht, dass es noch nicht angezeigt wird, ist noch nicht da. Aber ja, okay. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war's.
Ja, dann fahre ich ja schon mal den Appell zwischendurch, dass ihr gesagt habt, dass so eine einheitliche Notation von Artikeln und Paragraphen bestehen sollte, was ja irgendwie auch so eine gewisse Transparenz oder ein Bestreben dessen für die ganzen Bürger darstellen sollte. Dann habt ihr wunderbar in dieser Pyramide aufgezeigt, was ihr alles für Technologien benutzt habt. Allein zur Datenextraktion, die Programmiersprache C#, dann die grafische Oberfläche habt ihr mit Java gebildet. Also habt ihr schon immens viel Vorerfahrung, dass ihr euch so breit mit dem Programmieren aufstellen konntet? Ja, ich denke, wir haben hier etwas mehr Vorerfahrung als der Durchschnitt, aber wir sind natürlich immer noch Jugendliche, von daher, ja. Okay, wunderbar. Und schon mal die Idee gehabt, irgendwie an die Landesministerin der Justiz oder an die Bundesministerin Frau Barley heranzutreten, dass es doch eine tolle Sache wäre, dass sie halt nicht einfach die Gesetze aus dem Netz löschen sollte, mal Kontakte herstellen? Natürlich kann man das gucken. Erstmal ist das Ziel, dass man das Programm fertig hat, dann in eine fertige Form exportiert, sodass man es auch nutzen kann, weil wenn man eine Stunde warten muss, bis erstmal alle Gesetze runtergeladen sind, ist das nicht für Politiker nutzbar. Klare Ansage. Also Effizienz ist auf jeden Fall eine weitere Ausbaustufe. Das heißt, ihr habt noch viel vor mit eurem Programm. Danke auf jeden Fall für eure Eindrücke. Das nächste Projekt nennt sich PackTrack und hat sich der Paketverfolgung verschrieben. Und mit dabei waren Felix, Jan, Yannick und August. Ja, genau. Hallo. Also wir sind von PackTrack und wir haben uns halt eben gesehen, es gibt super viele Probleme mit Lieferungsdiensten und eigentlich das größte Problem ist, dass es super viele Anbieter gibt. Also und wenn man dann eben sein Paket tracken möchte, man möchte wissen, wo sein Paket ist, dann ist eben das Problem, dass man für die ganzen verschiedenen Anbieter auch noch unterschiedliche Websites hat oder eben unterschiedliche Apps. Und wenn man sich dann auch noch anmelden muss, dann vergisst man die Passwörter und das ist einfach nur super nervig. Genau. Und dadurch, dass man eben nicht weiß, wo sein Paket ist, gibt es dann wahrscheinlich verschiedene nicht erfolgreiche Zustellungen und dadurch wird halt Geld, Zeit und es wird auch irgendwie, es werden Emissionen frei, die eigentlich nicht nötig sind. Ja. Ja, genau. Deswegen ist unsere Lösung, wir haben eine Website erstellt mit anbieterübergreifendem Paket-Tracking und die ist hauptsächlich für mobil, also für unterwegs gedacht oder halt auch fürs Zuhause, um auf dem Handy zu gucken. Aber man kann es so auch auf dem Handy benutzen, oder auf dem Handy sag ich schon, auf dem PC. Ja, genau. Und es ist egal, wo man bestellt hat. Die Webseite erkennt automatisch, ob man, wo man halt bestellt hat und wenn, ja, genau. Und wenn nicht, dann wird halt eine Fehlermeldung angezeigt. Ja, ich erkläre kurz anhand dieser Grafik, wie die Webseite funktioniert. Und zwar wird auf der Webseite der Sendungscode oder der Tracking-Code angegeben und im Hintergrund werden dann die Daten über die Schnittstellen der Lieferdienste abgefragt und die Daten, die dann passen zu einem Lieferdienst, werden dann auf der Webseite dargestellt. Dies wird euch noch demonstriert von Jan. Ja, ich bin übrigens Jan, hallo, auch von meiner Seite aus und jetzt haben wir hier die Webseite PackTrack in einer relativ frühen Version noch und hier ist auch schon eine Sendungsnummer im Feld eingegeben und mit dem Button Suchen erkennt das Programm automatisch, zu welchem Lieferdienst die Nummer gehört, in dem Fall DHL. Man hat auch eben einen kurzen Ladebildschirm gesehen und hier ist jetzt der detaillierte Sendungsverlauf auch automatisch erkannt worden. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war PackTrack. Wer ärgert sich nicht, wenn man Ewigkeiten auf ein Paket wartet und feststellt, es hat dann doch 3 Ehrenrunden in Neustrelitz im Paketverteilerzentrum gedreht. Aber PackTrack will dagegen ankämpfen und uns erste Handinformationen zu allen möglichen Paketlieferdiensten liefern. Ja, die Frage, das war ja toll erklärt, man gibt da seine Nummer ein und dann wird das automatisch erkannt, zu welchem Dienstleister das gehört. Was ist denn die Magic dahinter bei euch? Ja, am besten erklärt uns das Ben, weil er so ziemlich der Kopf hinter dem Programmierzeug war. Ja, also die meisten Lieferdienste haben ein bestimmtes Format von Sendungsnummern und daran wird das dann erkannt. Wunderbar, also ihr passt dann die Nummern fleißig aus und dann wissen wir...
was waren denn so die größten Herausforderungen? Ihr stellt das ja alles wunderbar dar, eure ganzen Lieferanten, wir haben gerade die HL haben wir gerade gesehen. Gab es da unterschiedliche Schwierigkeiten, wenn ihr eine Hermes-Nummer, eine DPD-Nummer oder eine DHL-Nummer angefragt habt und habt ihr da unterschiedliche Informationen bekommen? Ja, erstmal haben wir unterschiedliche Informationen bekommen und die meisten Lieferdienste ja, hatten einen Schutz, dass man nicht darauf zugreifen konnte und dafür mussten wir dann erstmal einen Entwickler-Account auf der Webseite von denen machen, um überhaupt daran zu kommen. Ja. Gut, das ist also ein Problem, das ist also keine triviale Lösung, die hier erstellt wurde und dann danke ich euch auf jeden Fall für eure Einblicke und nochmal einen herzlichen Applaus. Ja, bevor wir zum nächsten Projekt kommen, müssen wir nochmal die Darstellung prüfen. Oh nein, da war ich zu schnell. Wir erzählen was. Wie, wo kommt ihr denn her? Ja, ich komme aus Wismar. Ich komme ursprünglich aus Berlin, jetzt Brandenburg. Okay. Ich komme aus Neubrandenburg oder der Umgebung davon. Und ich komme aus Darmstadt. Ja, wunderbar. Das heißt, du hattest mit einer der längsten Anreisen hierher, ja? Schön klimaneutral gefahren mit dem Zug oder? Zug. Perfekt, passt ja. Haben wir denn noch sonst Teilnehmer eigentlich, die nicht aus MV kommen? Noch jemand? Hand hoch. Sagt mal, von woher kommt ihr? Hamburg haben wir dabei und die zweite Person? Bonn, also hier eine bundesweite Sache in Rostock, Warnemünde dieses Jahr. Wunderschön und ich glaube, jetzt steht auch die Technik für den nächsten Vortrag. Genau, das nächste Projekt nennt sich Humipedia, ist von Jon, Benny, Jenny und Magnus. Viel Spaß. Ja, unser Projekt heißt, wie ihr es schon sehen könnt, Humipedia. Und das ist eine Website bzw. eine Suchmaschine zum Pflanzenanbau. Und unser Motto ist, wir erklären deine Pflanzen. Ja, also wir haben die Technologien und Programme NWU plus Editor verwendet, das Grafikprogramm Procreate. Wir haben Git plus GitHub für die Version Control verwendet und das Zusammenarbeiten. Inkscape für Grafiken und MySQL und XAMPP auf dem Webserver. Als Sprachen haben wir dann noch SQL, CSS, HTML und PHP verwendet. Ja, wir haben natürlich auch einige Daten dafür gebraucht. Und als erstes haben wir Pflanzen in Deutschland gesucht, die man als solche kultivieren kann und haben dafür die Webseite Pflanzen in Deutschland verwendet. Weitere Recherche haben wir dann mit Wikipedia betrieben und zum Design der Webseite haben wir die Bilder von Pixabay und Unsplash bezogen, da diese unter einer freien Lizenz laufen und damit am besten für unser freies Programm geeignet sind. Genau, und für die Webseite haben wir außerdem zur Farbgestaltung und zur Findung der Farben für Hintergrund und Schrift die Webseiten Rapid Tables und Flat UI Colors verwendet. Zum Design. Wir haben versucht, die Farben so anzupassen, dass sie zum Thema Pflanzen passen. Unser Logo ist auch eine Pflanze und ich habe dieses Logo designt mit Procreate, also gezeichnet und den Kreis außenrum erstellt mit Inkscape und weitere Grafiken auch mit Inkscape. Ja, ich werde jetzt eine Live-Demo vollführen. So sieht die Webseite ohne das CSS aus. Ziemlich hässlich. Das wird natürlich noch überarbeitet. Aber jetzt geht es ja erstmal um die Technik. Und zwar, wenn wir hier auf Suche klicken, kriegen wir diese Seite. Hier sind jede Menge Pflanzen. Da kommen natürlich nach und nach mehr Pflanzen hinzu. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sowas wie Beere eingeben, dann kriegen wir Brombeere, Erdbeere, Himbeere und Johannisbeere. Später sollen dann auch noch kategorische Filter, wie zum Beispiel Obst und Gemüse, hinzugefügt werden. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja.
Ja, vielen Dank. Also mich würde ja interessieren, ob da auch die Pfefferminze drin ist, aber Matthias hat bestimmt ganz andere Fragen an euch. Pfefferminze, super. Ja, kommt bitte, doch einfach mal rüber. Bitte geht zu Matthias. Ja, grün auf jeden Fall eure Webseite, grün auch euer Thema. Wie ist denn eure Vorauswahl gewesen, welche Pflanzen ihr überhaupt erstmal initial verwenden wolltet? Wir wollten erstmal Gartenpflanzen verwenden, die man auch so jetzt ohne weitere Probleme anbauen kann. Okay, also für jeder Mann und jeder Frau etwas dabei. Ich habe gesehen in eurem Technologie-Stack, ihr habt euch ja für eine Programmierung mit PHP entschieden. Da hat man ja bei der Webprogrammierung ganz viel Auswahl. Wie seid ihr auf PHP gekommen? Ja, also für das Backend und den Serverkram war ich zuständig. Und ich habe PHP verwendet, weil ich das schon konnte und damit leichte Expertise hatte. Ja, wunderbar. Die kann man hier auch weitergeben. Ansonsten die Bilder auf jeden Fall eine wichtige Sache. Ihr habt gesagt, ihr habt euch für zwei Quellen, Pixabay und Unsplash, entschieden für freie Bilder. Könnt ihr es nochmal motivieren, was da so wichtig ist heutzutage bei Bildern? Also kann ja auch was drohen, ne? Genau, recht am eigenen Bild, und das habt ihr auf jeden Fall schon abgedenkt, dass ihr kein Abmahnanwalt davor ist. Eigentlich auch eine wichtige Sache für jeden Webentwickler und Webentwicklerin. Und ja, ihr habt gerade schon gesagt, ihr wollt habt weitere Funktionen geplant, wie beispielsweise Kategorien einbauen. Könntet ihr euch sonst noch vorstellen zu Inhalten, zu den Pflanzen, was man noch so für einzelne Thematiken aufgreifen könnte? Ja, zum Beispiel das Klima, das die Pflanzen benötigen, oder auch wie lange die Pflanzen wachsen und wann man sie aussehen kann. Genau, also viele weiterführende Informationen, die sind auf jeden Fall denkbar. Dafür habt ihr hier schon mal einen super Grundstein gelegt. Und da nochmal einen herzlichen Applaus für diese Gruppe. Das nächste Projekt richtet sich an Hobbygärtnerinnen. Und das Projekt besteht eigentlich aus drei Mitgliedern und ein Mitglied möchte eben nicht zu sehen sein. Und deshalb bitten wir, die Privatsphäre zu achten. Wir begrüßen Jonas, Niklas und Raphael. Bitte schön. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Niklas, das ist Raphael und das da drüben ist Jonas. Wir haben die halbautomatische Hobbygärtnerhilfe programmiert und gebaut. Und wir haben da unseren Spruch auch ein bisschen an die vorherige Gruppe angelehnt, weil wir sozusagen fast das gleiche Thema hatten. Ja, wir haben eben ein Gerät gebaut, was aus verschiedenen Sensoren besteht. Und dieses Gerät, das reagiert dann auch auf die Daten der Sensoren. Und wenn die Kamera dann einblendet, kann man das noch mal sehen. Dazu testen, das wird dann später auch noch mal getestet. Ja, und dann würden wir euch jetzt gerne einmal noch mal unsere Website zeigen, die wir dazu dann noch gemacht haben, die dann auf die Daten zugreift und diese dann auch einmal sozusagen abbildet. Ja, unser Problem oder eher unsere Fragestellung war, wie können wir es machen, dass weniger Ressourcen verschwendet werden? Nämlich Hobbygärtner machen es manchmal so, sie geben zu wenig Wasser oder zu viel. Dadurch gehen die Blumen ein. Und wir wollten das optimieren und haben dadurch gedacht, dass Automation das Beste wäre. Da muss man sich nicht auf den menschlichen Verstand verlassen oder auf fehlerhafte Messgeräte. Ja, als wir dann angefangen hatten wir erstmal drei große Probleme. Einmal das Reinkommen, also auch die Themabestimmung gehört auch dazu. Dann erstmal danach die Website, wie wollen wir die programmieren, wie soll sie aussehen. Und natürlich das Typische, der Kabelsalat. Also unsere Sensoren können die Temperatur, die Helligkeit, die Feuchtigkeit im Boden und in der Luft und den Luftdruck wahrnehmen.
Ja, also wir testen jetzt erst einmal den Temperatursensor. Dazu müssen wir erst einmal auf die Website gehen, damit man dann auch einmal die Veränderung auch sehen kann. Also hier ist der Temperatursensor, den werden wir als erstes ausprobieren. Dann werden wir den Helligkeitssensor hier probieren und danach den Feuchtigkeitssensor. Ja, also wenn man dann den Sensor anhaucht, geht automatisch die Temperatur höher, und wenn man dann aktualisiert, dann verändert sich auch die Temperatur, nämlich sie wird höher, weil die Luft ja wärmer ist, die man ausatmet, als die Umgebung. Ja, danach der Helligkeitssensor. Wir haben hier auch nochmal eine Lampe eingebaut, die anzeigt, ob jetzt, wir haben hier also danach jetzt den Helligkeitssensor, aber bei manchen Leute benutzen Lampen, um die Pflanzen dann schneller wachsen zu lassen. Und deswegen haben wir dort auch noch symbolisch eine Lampe hingebaut. Ja, die Werte verändern sich. Also je höher der Wert ist, desto dunkler ist es. Und je niedriger der Wert ist, eben desto heller ist es. Und wir haben wenn der Wert über eine bestimmte Höhe schreitet, dann leuchtet halt die Lampe. Das ist dann sozusagen im Richtigen, wenn man das richtig bauen würde, eine große Lampe dann, die Pflanze dann auch bestrahlt sozusagen. Und jetzt noch den Feuchtigkeitssensor. Das hier ist feucht und das hier ist trocken. Ja, also es steckt jetzt noch in der feuchten Erde drin und der Wert beträgt gerade ungefähr 585. Und wenn man ihn jetzt in das andere reinsteckt, dann beträgt der Wert, glaube ich, schon, wenn ich das richtig erkenne, schon 800. Also man sieht, der Wert steigt an, und wenn der Wert ansteigt, ist es halt trockener, und ab einem bestimmten Wert soll sich ein Servo bewegen, was dann im Prinzip so eine Art im richtigen dann eine Wasserschleuse öffnen soll, die dann die Pflanzen eben bewässert. Ja. Das war unsere Vorstellung, und das war die Vorstellung unseres Projekts. Wir hoffen, es hat euch gefallen, und wir hoffen natürlich auch, dass noch viele tolle Vorträge kommen. Die Erlösung, ja, vielen für Dank. Alle Leute, die keinen grünen Daumen haben und aus ihren Zimmerpflanzen irgendwelche Feuchtbiotope machen wollen, beziehungsweise natürlich auch eine super Sache, gerade in Sachen Nachhaltigkeit. In vielen Regionen auf der Erde gibt es nicht genug Wasserressourcen, um die vorhandenen halt effizient einsetzen zu können. Habt ihr, glaube ich, einen ganz coolen Grundstein gelegt. Und ja, ich sehe gerade schon ganz viele Kabel. Was hat es mit diesem ganzen Kabelsalat auf sich? Was war denn das Problem? Also einmal hier die Website. Das war das eine Problem, weil es sehr viele Kabel benötigt, und die Sensoren, weil wir drei Sensoren hatten und da brauchte natürlich jedes einen einzelnen Anschluss, also mehrere. Okay, verständlich, also ist ja keine einfache Sache. Nun habt ihr eure Überschrift gesagt, dass es die halbautomatische Gärtnerhilfe ist. Jetzt habt ihr damit ja natürlich schon alle möglichen Daten gesammelt, wie Feuchtigkeit, Helligkeit. Was müsste denn noch passieren, dass es eine automatische Gärtnerhilfe werden würde? Dann wäre es vollautomatisch, wäre es keine Hilfe mehr, denn zum Beispiel muss noch geerntet werden oder das Wasser muss nachgefüllt werden. Also das mit der Pumpe haben wir jetzt noch nicht eingebaut. Ja, aber da habt ihr auch schon einen super Ausblick für die nächste Jugendhackt-Veranstaltung, wo ihr dann vielleicht auch dabei sein werdet, oder? Mal schön hier Wassermarsch und so, ne? Ja, warum nicht? Auf jeden Fall, Dankeschön auf jeden Fall für euren Input. Ja, die Gruppe um Heiner, Jasper und Josua
hat sich in der Projektankündigung geschrieben, dass die Alpakas Pinguinen Touch beibringen. Was es damit auf sich hat, das erzählen Sie in Ihrem Vortrag. Viel Spaß damit. Ja, das Grundproblem ist nämlich, dass die Pinguine, also Linux, keine wirklichen Touch-Gesten erkennen können. Und jetzt habe ich mir so einen tollen neuen Laptop gekauft und er bringt mir nicht viel. Deswegen haben wir uns gesagt, weil Linux Open Source ist und wir dafür eben auch selber ein Programm schreiben können, dass wir eben Gesten erlauben wollen. Problematisch sind vor allen Dingen, dass man sehr schlecht einen Doppelklick machen kann. Man kann auch keinen Rechtsklick mit einem Finger machen. Und wir wollten noch Gesten einführen, mit denen man eben von der Seite reinwischen kann, um bestimmte Menüs zu öffnen. Ja, dafür haben wir sozusagen ein Problem lösen müssen, um sozusagen die Touch-Eingaben, die wir verarbeiten wollen, direkt abzugreifen von Linux, müssen wir Administratorrechte, also erhöhte Rechte, aka Root-Rechte besitzen. Das Ding ist, wenn wir von da aus zum Beispiel ein Programm starten wollen, zum Beispiel wenn wir nach rechts wischen, dass wir dann einen Webbrowser öffnen oder Google oder sonst irgendwas, wollen wir das natürlich nicht in Administratorrechten machen. Wir wollen natürlich, dass der Browser kein Administrator ist, sondern wir machen das in Nutzerrechten. Also mussten wir das Programm in zwei Teile teilen. Einmal den Root-Service, also den Administrator-Service und den User-Service. Der Root-Service macht die Erkennung und die Weiterleitung der Befehle und der User-Service führt dann die konfigurierten Befehle aus, die man selbst in der Config entweder global oder für jeden Nutzer selbst definieren kann. Und das Problem dabei war hauptsächlich die Kommunikation der zwei Services untereinander, da die auch auf verschiedenen Administratorebenen halt arbeiten. Und das Ganze haben wir dann mit Python gelöst. Und um genau zu sein, mit Sockets, und das will Jasper noch erklären. Ja, also das hört sich ja jetzt erstmal total einfach an. Wir haben eine Anwendung, die läuft mit Administratorrechten und eine, die läuft mit Benutzerrechten. Soweit, so gut. Das Problem ist, Anwendungen können aus Sicherheitsgründen nicht direkt miteinander kommunizieren. Wäre auch schlimm, könnte jeder Benutzer irgendwelche Sachen an irgendwelche Anwendungen schicken. Das möchte ich mir aus Sicherheitsgründen nicht vorstellen. Deshalb gibt es unter Linux und Unix, wer jetzt kein Linux benutzt, der kann einfach weghören, ein Prinzip, das nennt sich Sockets. Da öffnet ein Programm sozusagen eine Datei und kann dann zuhören, was andere Programme auf diese Datei schreiben. Das Problem ist, man kann zuhören, aber nicht an die Programme, die raufschreiben, wieder was zurückgeben. Und weil das ja etwas doof ist und wir die Touch-Gesten ja an den Benutzer melden möchten, mussten wir da etwas tricksen. Deshalb wird als erstes ein Socket vom Root-Service erstellt, dann ein zweiter Socket auf Benutzerebene, dann wird der von Benutzerebene an den Root-Socket gesagt, hallo, ich bin der Socket, ich bin hier, hier kannst du mit mir reden, damit dann der Root-Service wiederum mit dem Benutzer-Socket kommunizieren kann. Also das Prinzip ist ein bisschen übers Eck, es ist nicht allzu schwer, aber es dann tatsächlich zu schreiben, das ist Aufwand. Ich glaube, dann kommen wir jetzt zur Demo von unserer Software. Das hat sich ja alles ganz schön angehört, aber wir wollen ja auch zeigen, dass es funktioniert. Ja, also hier haben wir einen Rechner mit Touchscreen und wir haben jetzt diese Swipe Gestures zum Beispiel integriert. Tada, da ist ein Terminal. Ich habe einfach nur hier runtergezogen. Und ja, das ist relativ praktisch, weil ohne Maus und Tastatur kann man eben nur sehr schwierig anders Anwendungen öffnen. Auch das hier ist ein sehr praktischer Einfall, den wir hatten. Das ist sehr einfach mit Touch zu bedienen. Falls jemand diese Software selber gerne benutzen möchte, das ist natürlich im Sinne von freier Software, Open Source, und dementsprechend kann sich das jeder einfach runterladen, eine weitere Geste übrigens, ist bisher kompiliert als Debian-Package, kann jeder installieren. Wer kein Debian benutzt, kann es in RPM umwandeln oder auch selbst einfach bauen. Build Instructions stehen auf der Webseite. Einfach auf GitLab nach Touch Enchantment suchen. Genau. Und noch ein kleines Wort zu diesem Linux und Programmieren und Open Source generell. In Linux und Open Source ist es ja so, da steckt keine Firma dahinter. Bei Microsoft, das ist eine Firma, die programmiert Windows. Bei Apple, das ist eine Firma, die programmiert macOS. Und bei Linux, das sind wir.
wir sind die Menschen und wir sind die Leute, die Linux programmieren. Das heißt, wenn uns was fehlt, wie diese Touch-Software, müssen wir selbst Initiative ergreifen und diese benutzen. Und genau das haben wir getan und jeder andere Mensch, der Touch-Gesten auf einem Laptop mit Touch verwenden möchte, kann dies nun tun. Holy, die Alpaka-Veranstaltung hat dem Pinguin das Touchen beigebracht und dann auch uns humanoiden Wesen erstmal Chapeau für diese Leistung. Linus Torvald, falls du uns im Stream zuhörst, nimm doch mal Kontakt mit den Jungs auf. Also das ist wirklich eine großartige Leistung, wunderschön. Nun habt ihr diese Demonstration gemacht, du hast den Finger von oben nach unten gezogen und da kam jetzt einmal so ein Terminal. Was sind denn da so generell für Anwendungsfälle mit Touch überhaupt noch denkbar? Was wir uns überlegt haben, was ein schöner Anwendungsfall wäre, dass man alle Fenster, die gerade geöffnet sind, sieht. Haben wir jetzt nicht implementiert, das war ein bisschen zu schwierig für die kurze Zeit, aber das wäre eine schöne Sache. Das kennt man von Windows. Unter Windows 10 ist es meines Erachtens nach so, wenn man von links nach rechts auf den Bildschirm reinwischt, kommen alle Anwendungen. Das ist sehr praktisch. Okay, und ich habe ja gestern schon mal ein bisschen gespoilert, also diese Swipe-Gesten ist ja ein Beispiel, ne? Aber wir hatten ja auch gestern, jeder von uns kennt es ja, wenn man mit der Maus arbeitet, hat man einen Rechtsklick und einen Linksklick und da passieren unterschiedliche Sachen. Wie kann denn das mit so einem Touch-Interface umgesetzt werden mit eurer Sache? Das Problem war halt ursprünglich, ein Doppelklick wird nur registriert, wenn er genau zweimal auf denselben Pixel trifft. Das Problem ist aber mit dem Touch, wir haben natürlich keine genau pixelgenauen Finger. Also haben wir sozusagen so eine kleine Toleranz noch dazu gebaut, dass wir in einem bestimmten Abstand einen Klick in einem bestimmten Bereich, der natürlich nutzereinstellbar ist, ausgeführt wird, dass dann auch ein Doppelklick registriert wird. Und da haben wir noch zum Beispiel generelle Kleinigkeiten von verschiedenen Swipe-Animationen und so noch dazugefügt, dass es ja Rechtsklick unter anderem auch. Zum Beispiel könnte kein Mensch irgendwie einen Dateibrowser bedienen ohne Doppelklick, und ist halt ohne Touch nicht möglich. Also ich sehe schon, ihr habt die ganzen Gesten, die man mit einer normalen, regulären Interface mit Maus und Tastatur macht, schon mitkonzipiert und auch umgesetzt. Also großartige Leistung, ja, und vielleicht auch demnächst im Ihrem Linux-Kernel. Herzlichen Dank dafür. Ja, das nächste Projekt hat sich Gedanken gemacht, wie bekommt man die Sachen aus Minecraft in die wirkliche Welt? Und dazu erzählen Felix und Max uns jetzt was. Viel Spaß. Hallo. Ich hatte die Idee, dass man, wenn man schöne Sachen in Minecraft gebaut hat, dass man die mit Hilfe eines 3D-Druckers in die Wirklichkeit bringt. Aber jetzt mal zuerst, was ist Minecraft überhaupt? Minecraft ist ein Computerspiel, was, wie man hier vielleicht sieht, komplett aus Würfeln besteht. Dort kann man Häuser bauen, seine eigenen Welten errichten und so weiter und so fort. Da ist der Kreativität freien Lauf gelassen. So, wir wollten ursprünglich halt was Kleines bauen, aber dann haben wir das hier genommen. Allerdings waren die größten Probleme bei uns, dass es nur eine schlechte Anleitung gab und auch Fehler in der Python-Software, die wir benutzt haben, waren. Hier sind die Markierungen, die das Python-Script durchsucht. Allerdings hatten wir damit viele Probleme, weil wir nicht wussten, wo sie hingehören. Mal hatten wir sie nämlich hier oben direkt am Haus angebracht, mal waren sie beide unten und mal waren sie beide oben und so weiter und so fort. Als wir es endlich hinbekommen hatten, diesen Würfel zu machen, hatten wir uns natürlich total gefreut und die Freude war aber ziemlich schnell wieder hin, weil wir dann ungefähr 10 Mal probiert haben, das komplette Haus zu bauen. Es hat allerdings nie geklappt und wir saßen insgesamt mehrere Stunden da dran, bis wir den Fehler behoben hatten und dann schlussendlich das 3D-Modell hatten, mit dessen Hilfe wir auch das Ganze dann gedruckt hatten. Hier sieht man nochmal, was tatsächlich dann aus dem vorigen Bild herausgekommen ist. Und da ist es. Wenn man jetzt es so ohne Kamera sieht, ist es natürlich noch ein bisschen schärfer und feiner.
aber... Naja, vielleicht erkennt man ja, was ist dann so. Vielleicht erkennt man das ja. Das ist jetzt was ganz Grobes. So sieht das von unten aus. Hier das Geriffelte, das ist jetzt die Stützstruktur, die da drinne war oder halt noch ist. Mit dessen Hilfe wurde das gedruckt und das kann man dann im Endeffekt dann auch abmachen. Und das war's zu Minecraft in 3D. Ja, virtuelle Welten werden real. Das haben wir gerade wunderbar demonstriert bekommen am Beispiel von Minecraft. Ja, wunderbare Sache. Selbst ein ambitionierter Minecraft-Zocker? Ja. Ja, da hast du es ja auch wahrscheinlich gewählt. Wie lange brauche ich denn um so ein Objekt, wie lange brauche ich das, bis es gedruckt ist? Ein kleines hier? Ja, genau. Eine Stunde? Bisschen mehr als eine Stunde. Okay, und das sind jetzt hier die würfelartigen Minecraft-Figuren. Hast du schon eine Idee, welches Computerspiel du als nächstes annehmen möchtest? Nee, nicht genau. Nicht genau. Und zur Hervorgehensweise, du hast ja erzählt, ihr habt in dem Minecraft habt ihr Punkte markiert, um die Daten zu bekommen, manuell markiert. Also es war wirklich Experimente, was ihr gemacht habt, ne, oder? Ja, also wir haben diese Pfeiler gesetzt. Und daran dann herumprobiert und mit Hilfe der Pfeiler wurden dann aber die Umgebung wurde dann berechnet von dem Computer selber und dann halt in ein 3D-Modell umgewandelt. Und dieses 3D-Modell habt ihr dann zum 3D-Drucker geschickt und sagt, mach mal, ne? Ja, noch über eine andere App, ich glaube Cura hieß das. Und mit dessen Hilfe haben wir das dann auf eine SD-Karte gemacht und dem 3D-Drucker zur Verfügung gestellt. Sie und ihr seht also schon, so ein Modell zu bekommen, ist keine Trivialität und damit habt ihr doch am Wochenende wirklich eine ganz tolle Sache hier rausbekommen. Herzlichen Dank nochmal dafür an eure Gruppe. Also wir haben... Ich sag, ich führe euch sonst ein, aber damit alle wissen, wer ihr seid und was ihr macht. Das nächste Projekt hat sich nämlich mit der Steuerflucht von Internetgiganten beschäftigt und macht mit einem Spiel darauf aufmerksam. Mit dabei waren Huang, Gerhard, Lennart, Yannick und Valentino. Okay. Also wir haben uns entschieden, da auf ein Problem hinzuweisen, was jetzt nicht jedem direkt in den Sinn kommt. Wir wollten auf die größten Konzerne, die wir bestimmt fast schon vielleicht täglich benutzen, darauf hinweisen, wie sie Steuertricksen und was und wie viel, vor allem im Milliardenbereich teilweise. Und dazu haben wir ein kleines Spiel, erstmal um es ein bisschen zu vereinfachen, da haben wir die Meisterarbeit reingesteckt. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Infoseite, wo wir es noch genauer erklären und dann mit Quellen. Ja, also ich hoffe, es gefällt euch. Um euch jetzt nicht mit technischen Details über die Umsetzung zu nerven, wollen wir jetzt gleich in die Live-Demonstration springen. Ich glaube, das wird auch ein bisschen mehr Spaß für die Zuschauer hier sein. So, du bist der Vorleser und ich klicke dann weiter, ne? So. Du wachst auf, du bist die Europäische Union. Deine Pflicht ist es, die Steuergerechtigkeit wiederherzustellen. Das bedeutet, Amazon und Co. zum Zahlen ihrer Steuern zu zwingen. Du wachst auf in Brüssel und verlässt das Parlament. Draußen entdeckst du ein Paket. Du untersuchst es. Ein wildes Amazon erscheint. Los, Eumon! Wir kämpfen. Wir setzen die Attacke Strafzahlung ein. Der Angriff war nicht effektiv, da Amazon zu viel Geld hat. Amazon bewirft Eumon mit Paketbomben. Eumon schickt es zurück und weicht so den Bomben aus. Nun greifen wir mit Mindestlohn an. Der Angriff war sehr effektiv. Amazon geht in die Insolvenz. Autsch, dir ist ein Apfel auf den Kopf gefallen. Ein wildes Apple erscheint. Los, Eumon. Wir greifen mit Gesetzen an. Der Angriff war nicht effektiv. Apple bewirft Eumon mit Käsereiben. Der Angriff war sehr effektiv. Eumon ist kampfunfähig. Es scheint alles verloren. Doch halt, Angela Merkel kommt zu Hilfe. Los, Angela Merkel.
Okay, okay, ich glaube, wir sollten hier an diesem Punkt abbrechen. Wir wollen ja auch nicht alles verraten. Dieses gesamte Spiel könnt ihr auch auf Jugendhype-Website auch noch finden, falls ihr weit interessiert seid, wie diese spannende Geschichte noch zu Ende gehen wird. Spoiler, es wird kein gutes Ende sein. Und ja, gut, jetzt haben wir uns angeschaut. Also jetzt würde ich noch einmal kurz was dazu erklären. Wir hatten uns gedacht, was wollten wir erreichen? Wir wollten mit diesem albern aussehenden Spiel zugegeben auf dieses ernste Thema der Steuerhinterziehung und dem allgemeinen Erstarken der digitalen Konzerne lenken. Und ja, ist es in Ordnung, dass milliardenschwere Unternehmen wie Amazon Steuerzahlungen vermeiden? Ist es in Ordnung, dass sie sich ihrer sozialen Verantwortung entziehen? Ich erwarte jetzt nicht, dass jetzt in den Köpfen der Zuschauer jetzt eine klare Antwort drin ist, aber wir wollten mit diesem Spiel ein wenig zum Diskurs anregen. Ja, und das wär's. Und ich würde sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie hatten ein paar Lacher heute. Kannst du den anderen Laptop anmachen? Ja, auch hier ein schöner Beitrag, um diese doch abstrakten Berichterstattungen, wie sie in unseren Tagesmedien sind, doch auf spielerische Art und Weise einem jeden und jeder uns näher zu bringen. Und das mit doch diesem sehr schön geglückten Spiel. Ich bin gespannt, was es dann mit der Veröffentlichung auf sich hat. Du hast ja erstmal nur gespoilert, wie ich gerade gehört habe. Aber jetzt so unter uns nach der Präsentation, gibt es noch einen Spoiler? Was erwartet uns noch? Also es ja, noch andere, ja. Genau, weil ihr habt jetzt Amazon genommen. Später kommt Google und benutzt Attacken, die nicht sehr erfreut sind, aber mehr verraten wir jetzt, glaube ich, nicht, denn wir wollen ja auch... Ich habe auch gehört, es geht um einen blauhaarigen Zerstörer oder so, habe ich nur so... Oh mein Gott, hat er 4 Buchstaben? Naja, schauen wir mal. Aber ich habe schon gesehen, Artikel 13 ist auf jeden Fall auch bei euch schon genannt worden. Also es ist jetzt nicht nur die Steuerhinterziehung, ich glaube, mit eurem Spiel kann man auch ganz viele andere Aspekte aufgreifen, sei es Nachhaltigkeit, wie werden Produkte hergestellt und wer ist da gut, wer ist da schlecht, wer beutet Leute aus und wer nicht. Also eine großartige Kiste, was, glaube ich, sehr viel Potenzial hat, um doch spielerisch, ich glaube, nicht nur den Jüngeren, sondern auch den Älteren diese Thematik der Gerechtigkeit näher zu bringen. Herzlichen Dank dafür. Ja, das waren sie, die Projekte, die dieses Jahr beim Jugendtakt in Rostock entstanden sind. Ich hoffe, es hat allen Teilnehmern genauso viel Spaß gemacht wie uns und den Mentorinnen. Und Jugendtakt passiert natürlich nicht von alleine, sondern ist auf Unterstützung angewiesen. Dieses Jahr wurde Jugendtakt hier in Warnemünde vom Landesjugendring durchgeführt in Zusammenarbeit mit dem Hacklabor in Schwerin, mit dem Hackspace aus Rostock, mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit von Mecklenburg-Vorpommern und wurde gefördert vom Energieministerium auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Die ursprüngliche Idee von Jugendtakt kommt aus Berlin von der Open Knowledge Foundation und dem Verein Mediale Pfade. Hier in Rostock hatten wir Hilfe durch das C3VOC. Das ist das Team, was da hinten sitzt, was den Livestream macht und die Videoaufzeichnung, die ihr euch später auf mediaccc.de oder auch bei YouTube angucken könnt. Und wir hatten Hilfe durch den Sokrates, der uns bei dem WLAN unterstützt hat. Einige hatten es angesprochen, wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Internet. Und dank der schnellen Hilfe konnten wir das aber beheben. Und Jugendtakt wäre auch nicht möglich ohne die ganzen Personen, die dahinter stehen. Das sind die Mentoren, das sind die Personen, die in der Orga drin sind. Und weil die eine ganz wichtige Rolle spielen, werden wir die auch alle namentlich erwähnen. Ehre, wem Ehre gebührt und mit dabei und organisiert haben Abraham, Aileen, Andreas, Antje, Baso, Basti, Ben, Christian, Claudia, Danimo, Dirk, Felix, Friedhelm, Hannes, Hanno, Jakob, Jan, Johannes, Lisa, ich habe es aus durcheinander gemacht, Julia. Ich bin Lisa, du bist Julia. Julia, genau. Wer ist jetzt Lukas? Lukas war auch dabei. Marcel. Marco. Markus. Matthias. Micha. Murdoch. Robert. Satya. Simenon. Sokrates. Stefan. Taya. Thomas. Und Tom. Herzlichen Dank auf jeden Fall an alle.
Wir hatten es am Anfang schon gesagt, die Jugendhackt ist für dieses Jahr noch nicht zu Ende. Wer an weiteren Veranstaltungen teilnehmen will, kann sich auf der Webseite anmelden, je nachdem, wann die einzelnen Anmeldungen offen sind. Wer aus MV kommt, hat natürlich auch die Möglichkeit, außerhalb von Jugendhackt die Hackspaces in Schwerin oder Rostock zu besuchen. In Neubrandenburg gibt es auch ein Hackspace, dort lohnt es sich auch vorbeizugucken. Und wer mit dem Zug unterwegs ist, kann auch mal einen Abstecher nach Fürstenberg machen. Das ist so an der Grenze, also kurz hinter der Grenze zu Brandenburg. Genau. Ja, und wer jetzt von den ganzen Projekten auch schon fasziniert ist, diese sind dann auch in dem GitHub verfügbar. Und da schaut doch mal vorbei auf github.com/jugendhackt. Genau. Ansonsten bleibt uns nur noch übrig, euch eine schöne Abreise zu wünschen. Kommt gut nach Hause. Und wir hoffen, dass wir uns auch im nächsten Jahr wieder bei Jugendhackt MV wiedersehen werden. Vielen Dank. Vielen Dank.